Maxi gibt mir noch das Signal, es funktioniert, also dann darf ich spät, aber doch Sie euch alle noch einmal ganz herzlich hier in Hütteldorf begrüßen nach diesem Spiel in der Europa League zwischen SK Rapid Wien und West Ham United aus London. Und neben mir unsere Nummer 4, unser Innenverteidiger Emanuele Wu, auch aktueller Kapitän der österreichischen 21-Nationalmannschaft. An ihn dann bitte nachher die ersten Fragen. Und unser Interimstrainer Steffen Hofmann. Maike wird wieder wie gewohnt übersetzen. Und ich darf dann gleich zur Einleitung den Emanuel bitten um ein kurzes Resümee aus seiner Sicht von diesem leider aus unserer Sicht 0:2 gegen West Ham. Ja, es war natürlich eine sehr bittere Niederlage. Wir haben uns mehr vorgenommen, aber wir haben gewusst, dass ein starker Gegner auf uns trifft. Aber ich finde, wir haben es auch phasenweise sehr gut gemacht, aber haben dann hinten zu leicht die Tore bekommen. Und man hat auch gesehen, dass das eine Mannschaft mit Qualität ist. Die waren effizient, haben die Tore gemacht. Und so gehen wir dann leider als Verlierer vom Platz. Yeah, it was a very harsh loss for us, because we wanted more, obviously. We're still a good team, but we also played a very good team. Well, we're not too bad about the goals. We conceded the goals too easy. Yeah, that's why we lost. Danke. Manu, du als Defensivspieler, vielleicht auch ein paar Sätze zu den entscheidenden Toren, wie du die miterlebt hast. War vermeidbar oder passiert einfach gegen so eine klasse Mannschaft? Ja, ist vermeidbar, aber auf der anderen Seite haben die auch Offensivspieler mit enormer Qualität, und da ist normal, dass man mal ein, zwei Kämpfe nicht gewinnt, aber da muss man halt schauen, dass der Nächste die dann ausbessert. Das haben wir halt dann leider nicht geschafft und so dann auch die Gegentore bekommen. Regarding the goals, I think we defended pretty well actually, but they have quality players up front obviously, and sometimes when you lose against another player, there has to be another one from your team to pick you up, which didn't happen in these situations, and that's how we conceded the goals as well. Letzte Frage von mir, Manuel, du bist noch sehr jung, 20 Jahre, trotzdem schon über 100 Spiele, rund 100 Spiele auf Profi-Level. War das trotzdem keine Zuschauer hier sein durften, ein bisheriges Highlight deiner Laufbahn? Ja, auf jeden Fall. Halt, es ist ein bisschen schade, dass die Fans nicht da sein haben dürfen. Mit den Fans im Rücken wäre es, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Spiel. Die hätten uns nochmal vielleicht ein bisschen mehr pusht, aber nichtsdestotrotz sind solche Spiele auf so einem Niveau Highlight für jeden Spieler, und ich bin sehr dankbar, dass mir der Verein das Vertrauen schenkt, und jetzt einfach weiter Gas geben und weitermachen. Vielen Dank. Kurze Zwischenfrage, weil ich darauf hingewiesen wurde. Are there still any English journalists here? Because otherwise we don't need the translation, I think. No translation necessary, okay. Danke. Maike, damit bist du. Hast du Pause sozusagen. Wenn es Fragen an den Emanuel gibt, bitte sehr gerne. Ansonsten könnte er dann zur Körperpflege schreiten. Kurzes Zeichen wäre nett, und darf den Alexander Huber vom Kurier bitten. Emanuel, weil du vorher angesprochen hast, es ist klar, dass sie die Gegner manchmal durchsetzen mit ihrer Klasse und versucht dann noch vielleicht irgendwie was zu retten. Du hast es ja einige Male geschafft. Mir ist nur aufgefallen, es ist ja dein Teil der Geisterspiele, dass du, glaube ich, ungefähr eine Viertelstunde vor Schluss die beschwert hast, beim Hinten rausspielen, wenn ich es richtig gehört habe, dass die Mitspieler sich nicht so anstellen und so bereitstellen, dass du sie anspielen könntest. Kannst du vielleicht erklären, was da vielleicht auch aufgrund der Müdigkeit dann nicht mehr so funktioniert hat? Ja, ich denke, man darf jetzt nicht jedes Wort, was auf dem Platz gesagt wird, jetzt zu persönlich nehmen. Das sind die Emotionen im Spiel, aber es war phasenweise, vielleicht hätte man sich noch mehr bewegen können und vielleicht mehr, also mutiger im Ball fordern können, weil ich denke, wir haben phasenweise gut rausgespielt, und ich finde, wir hätten das am Schluss auch noch mehr machen können, und das habe ich halt nur angesprochen. Dankeschön. Noch eine Frage an den Manu? Dann vielen Dank. Dankeschön. Manu, bis bald. Und darf überleiten zum Steffen. Ich weiß, du hast jetzt schon gefühlt 5 TV-Interviews gegeben. Die Kollegen hier konnten aber, glaube ich, noch keines hören. Dadurch nur einmal die Bitte um eine kurze Zusammenfassung, ein Resümee aus deiner Sicht von deinem Europacup-Debüt als Coach. Ja,
glaube, dass wir heute gegen eine Top-Mannschaft gespielt haben. Natürlich sind wir oder haben wir vorher versucht, die Stimmung so hochzuhalten in der Mannschaft und den Glauben auch wirklich gehabt, dass wir da heute was reißen können. Leider ist uns das nicht gelungen. Ich denke, dass beide Gegentore zu verhindern gewesen wären und wir uns da nicht so angestellt haben wie in vielen anderen Szenen. Und dann wird es halt eng gegen so eine Mannschaft. Dann hatten wir doch die eine oder andere Möglichkeit, auch gerade in der ersten Halbzeit, so Halbchancen, wo wir, wenn wir ein bisschen mehr Ruhe haben, das vielleicht besser ausspielen können. Und ja, ich kann mich an Spiele gegen Aston Villa erinnern, da im Stadion, wo wir 1-0 gewonnen haben, da haben wir gefühlt einmal aufs Tor geschossen. Und das war heute nicht der Fall, sondern wir hatten heute eigentlich schon die eine oder andere Möglichkeit oder Halbchance oder Abschlüsse. Und da war nicht alles schlecht heute, aber auch bei weitem nicht alles gut, was wir gemacht haben. Ich glaube, Torschussstatistik sogar 13-12 leicht positiv. Darf dann natürlich Christian Hackl um die erste Frage bitten. Gibt es einen Moment, wo man da merkt als Coach, das wird nichts, das ist chancenlos? War das vielleicht sehr dominant, waren sie schon in den ersten 15 Minuten, dann ist Rapid ein bisschen besser geworden. Wo hat es eine Phase gegeben, das wird nichts? War das spätestens nach 0-2, nach dem Elfer? Oder muss man ganz einfach anerkennen, dass die zu gut sind für Rapid? Ich glaube, dass du das gut gesehen hast. Ich glaube, die erste Viertelstunde war schwierig, wir teilweise nervös, nicht die nötige Ruhe gehabt. Dann haben wir eigentlich fast in unserer besten Phase haben wir das Gegentor bekommen. Und der Elfer vor der Pause, das darf einfach nicht passieren. Ich glaube, selbst wenn wir mit dem 0-1 in die Pause gehen und dann wissen wir haben auf der Bank einen Kara, auf der Bank einen Marco Grull, wo wir noch viel Qualität nachtauschen können. Das war ja ein Stück weit auch der Plan, dass wir die Jungs dann frisch gegen eine Mannschaft bringen, die schon ein paar Meter am Buckel hat. Aber ja, bin trotzdem in die Pause gegangen und habe den Glauben gehabt, wenn wir nach der Pause ein Tor machen, dass wir noch zurückkommen können. Und ich glaube, die Jungs haben es auch bis zum Schluss probiert, irgendwie noch in dieses Spiel zurückzukommen. Und das war in vielen Strecken sehr mutig von ihnen. Aber es ist halt gegen eine, wie gesagt, richtig gute Mannschaft nicht ausgegangen. Zur Personalentscheidung. Immerhin sind drei Teamspieler am Bankerl gesessen. Hat das irgendwie, sind die ganz einfach überspielt? Oder ist ganz einfach, muss ich ja fair, der Liga-Alltag, der Alltag ist ja das Wichtigere im Fußball, hört man immer, jetzt benutze ich das Phrasenschwein, dass die vielleicht gegen Ried ganz einfach wichtiger sind. Ich meine, da geht es um mehr, halt ums obere Playoff etc. Das ist irgendwie die Kür. Nein, also ich glaube, dass mir jedes Spiel wichtig ist und wenn man, wie gesagt, wenn man bei Rapid ist, dann möchte man, soll man, muss man jedes Spiel gewinnen und die Jungs haben ein Jahr lang gespielt, damit sie in der Gruppenphase sind und dann werden wir kein Spiel herschenken. Also es ist nicht so, dass ich jetzt die drei Teamspieler draußen gelassen habe, um sie für Sonntag zu schonen, sondern da war schon eine Idee dahinter, die ist halt nicht aufgegangen, aber weiß auch keiner, was gewesen wäre, wenn ich sie von Start weggebracht hätte. Und muss auch sagen, dass wir haben mit Martin Mormann einen Spieler links hinten gehabt, der seine Aufgabe für sein erstes Europa-League-Spiel über 90 Minuten gegen einen Spieler, der sehr, sehr viel Qualität hat, richtig ordentlich gemacht hat. Also an ihm ist es auch nicht gelingen, dass wir die Partie verloren haben. Danke sehr. Bitte. Bitte, wenn ich bitten darf, das Mikro nach hinten zu reichen, zu Alex Huber über den Albert Stern, kannst du kurz weiterreichen, bitte? Sehr nett, danke. Oh, Herr Hackl macht sich selbst auf den Weg. Sehr freundlich. Steffen, die Europa League ist damit eigentlich beendet, aber es gibt eine große Chance auf die Conference League. Eigentlich ist es nur ein Sieg, andererseits ist es in Genk sicher nicht leicht zu gewinnen. Wie beurteilst du die Ausgangslage und welche Bedeutung hätte das für euch, wenn Rapid im Europacup überwintert? Ja, wird sicher eine spannende Partie werden. Aber bis dahin haben wir noch zwei wichtige Spiele in Ried und das allerwichtigste Spiel ist immer noch das Derby zu Hause. Wir haben noch kein Spiel im
im neuen Stadion gewonnen und das wollen wir unbedingt. Und dann geht erst die Konzentration los auf dieses entscheidende Spiel international. Und natürlich wäre es für den ganzen Club, aber auch für die Stimmung im Verein und auch in der Mannschaft ein enormer Booster, wenn wir dieses Spiel gewinnen können dort. Und wir werden dann auch dort so auftreten, dass wir das Spiel gewinnen, wissen aber auch, dass diese Mannschaft auch richtig viel Qualität hat. Danke sehr. Zur später Stunde noch eine weitere Frage. Da haben wir noch alles wieder von der APA. Darf ich nur euch bitten, das Mikrofon noch vorzureichen? Okay. Dankeschön, Herr Hackl, wirklich. Aber das musst du auch, weil ja, du warst gestern nicht da. Genau, das ist. Ja. Steffen, kannst du nur einen kurzen Ausblick schon geben auf das Ried-Spiel? Welche Erwartungen gibt es da von deiner Seite? Was muss sich verändern im Vergleich zu heute, im Vergleich auch zum Alltagsspiel? Wird auch eine schwierige Partie. Ich glaube, in Ried haben wir uns in vielen Jahren sehr, sehr schwer getan. Dennoch glaube ich, dass wir am Sonntag eine Mannschaft am Platz haben werden, mit der wir das Spiel gewinnen wollen. Von daher wäre mir das Ergebnis wie gegen Alltag schon ganz recht. Ich glaube auch nicht, dass Ried, und das meine ich jetzt nicht böse gegenüber Ried, die Qualität von West Ham haben wird. Deswegen ist das ein ganz anderes Spiel. Aber wir werden uns so darauf vorbereiten, dass wir dorthin fahren, und um das Spiel zu gewinnen. Und so werden wir in das Spiel gehen. Danke sehr. Und damit danke ich auch fürs Interesse, und an dieser Stelle sehen wir uns dann wieder nächsten Freitag 12 Uhr vor dem kommenden Wiener Derby. Ein Derby, Stefan, das hast du vergessen, auch wenn es nur unter Anführungszeichen die zweiten Mannschaften waren. Das hat Rapid vor wenigen Tagen oder Wochen gewonnen mit dir, mit dem Trainerteam in der Liga 2. Ne? Danke schön. Historisches Erlebnis war das, ja. Dankeschön.